So Freunde, heute ist es soweit. Heute packen wir den Santa Maria Grillaufsatz aus, bauen ihn gleich da drauf und heute Abend gibt es dann ein Tweetip, ein Bürgermeisterstück zum Santa Maria Aufsatz. Genau. Eigentlich wollte ich ja auf diesen Kugelgrill keine Aufsätze drauf machen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, meine alte Unterkugel, kann man so sagen, so weit vorzubereiten, dass sie wieder einsatzfähig ist. Jetzt nehmen wir daher doch den. Aber jetzt packen wir das Ding erstmal aus. Also nochmal danke an Robert und Tom, dass ich den auch ausprobieren darf. Und nachher unterhalten wir uns auf alle Fälle nochmal über das Teil. Es wurde ja jetzt schon mehrfach darüber geschrieben und berichtet. Auch ein Freund von mir, bekannter, ein YouTuber, hat sich sehr negativ geäußert, muss ich sagen, gefällt mir gar nicht. Aber mein Gott, jeder hat seine eigene Meinung zu solchen Sachen. Dafür haben wir ja die freie Meinungsäußerung. Naja, zumindest in gewissen Teilen. Bei anderen sollte man dann die Schnauze halten. So, einmal. Aber Mann, oh Mann, oh Mann. Kurz verpackt, kommt es einmal. Ja, wie, ich muss noch mehr auspacken. Stefan, möchtest du mein Sklave sein? Keine Zeit. Keine Zeit, sagt er. Dann geh und schleif. Aha, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Bring mir mal bitte einen Seitenschneider. Gut. Bleibt der jetzt mit dem Seitenschneider? Schneiden Sie die Kabelbinder auf. Siehst du, jetzt habe ich dich doch noch versklavt, Edge. Also, das Ding ist komplett fertig montiert und jetzt stellen wir es auf die Kugel. Deckel brauchen wir ja dazu heute nicht. Flügelschrauben, zwei von hinten. Das sind übrigens Prototypen, die sie versendet haben. Einfach zum Austesten, wie sie funktionieren, wie sie ankommen. Ich finde es klasse. Wir schauen uns das Ding jetzt dann gleich noch mal genauer an. Dann gehe ich mal davon aus, dass der Grill was dann hier reinkommt. Ja, viel wackeln tut es nicht. Und schwuppdiwupp ist unser Santa Maria Grill einsatzbereit. Genau das ist mein Problem, dass die Kugel unten extrem wackelt. Da können die aber nichts dafür. Aber da schaffe ich mir ja selber auch noch Abhilfe. Gut, also es funktioniert. Kein läuft.
Das habe ich schon gedacht, die hat nicht angemacht. Der funktioniert. Und wir werden den heute Abend austesten. So, verlinken tue ich das Ding dann noch unten drunter. Im Startup, ich glaube, die ersten 100 Stück oder so wollen sie für 200 Euro verkaufen und die anderen dann für 300 Euro danach. Wie gesagt, das ist ein Prototyp. Ich könnte mir jetzt noch gut vorstellen, dass sie hier dann noch einen Holzgriff vielleicht hinbasteln. Wäre von meiner Seite aus ein Verbesserungsvorschlag. Aber ansonsten läuft das Ding doch recht gut. Wenn es hier ein bisschen wackelt, ja, mein Gott. Aber selbst da haben sie gesagt, wollen sie es hier noch ein klein wenig enger machen. So, Leute. Ich finde das Teil wirklich ganz interessant. Besonders, weil sich das Ganze auch wieder auf dem Kugelgrill abspielt. Sprich, ich brauche nichts anderes dazu. Natürlich, so wie mein Bekannter gesagt hat, ich habe einen Schwenkgrill, ich brauche das nicht. Natürlich, du hast einen Schwenkgrill. Wie viele haben keinen Schwenkgrill oder den Platz an Schwenkgrill noch aufzustellen oder sonstiges oder wollen sowas einfach bloß auf der Terrasse machen. Und dazu finde ich jetzt diese Lösung auf dem Kugelgrill echt gut. Verarbeitung sieht momentan auch sehr gut aus. Bleibt abzuwarten, wie das fertige, verkaufsfertige Ergebnis aussieht. Bin ich mal sehr gespannt. Also, wie gesagt, ich täte auf alle Fälle noch einen Holzgriff hin machen. Vielleicht baue ich mir selber noch einen hin. Ha! Muss der Junior einen machen. Und braucht man es nicht? Haben es besser als brauchen? Es macht mit Sicherheit Spaß. In diesem Santa Maria-Style heißt unten offenes Feuer rein machen und dann kann man den Grillrost in der Höhe verstellen, dadurch die Temperatur ändern. Ja, es wird mit Sicherheit Spaß machen. Aber das sehen wir dann später heute Abend. So, ich gehe jetzt dahinter. Habe ich noch ein bisschen was zu tun. Bis nachher.